Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Minecraft-Video und zwar Minecraft Together wieder. Ja, nach einer kurzen Pause von ein paar Monaten kommt dann doch tatsächlich nochmal ein Video. Denn ich habe heute mal so, keine Ahnung, wann war es denn? Ich weiß es gar nicht. War es ein Vormittag? Ich glaube schon. Irgendwann um 10 oder so. Ich war gestern ein bisschen, naja, fort und heute dann in der Früh halt Kater und so und ja, was machst du in Minecraft? Ja, nee, aufnehmen, keine Lust und so und ja, dann schaust du mal kurz auf dem Tim Server vorbei und dann, ja, hat sich da so, ja, da wieder ein bisschen geschaut und dann habe ich vor meinem Haus zwei Schilder gesehen, ja, muss verschoben werden. Ja, toll, super. Finde ich wirklich toll, weil da, wo ich nämlich baue, oder wo mein Haus gestanden ist, Downtown, wurde die Blockhöhe, also die Gebäudehöhe auf mindestens 120 Blöcke gesetzt. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es ja selber, mein Haus hat keine 120 Blöcke. Ja. Dann habe ich das eben verschoben lassen und machen wir das mal wieder an. Ich bin jetzt hier in River City oder so, habe jetzt hier ein größeres Grundstück, ist jetzt 40x40, vorher war es nur 30x30. Deswegen habe ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Platz. Und ja, ich bin jetzt auch eigentlich wieder, keine Ahnung, heute bin ich locker 8 Stunden angewiesen oder so. Also, heute braucht mir keiner erzählen, ich würde nicht, würde nicht lang auf dem Server spielen. nee. Ja, hier ist mein Grundstück herversetzt worden. Bis hier geht's. Da, die Linie. Und bis hierher geht's. Und ja, ich bin jetzt eigentlich momentan so dabei, halt das wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen, denn es halt einiges fehlt und ich habe ja eigentlich da Ewigkeiten nicht mehr weitergespielt und ja. Aber ich konnte dann noch zum Glück ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, ich habe noch ein bisschen so mit anderen geschrieben, unter anderem mit einem Pen. Der ist nicht wirklich Pen, wer ist denn komplett er ist nicht on, so wie ich das sehen kann. Ne, ist er nicht. Auf alle Fälle, der ist Mod. Und auf jeden Fall hatte die eine Blaze. Oder er hat, oder er weiß zumindest, wie man hinkommt. Oder hat die Befugnis selber gebaut, wie immer. Zum Double Blaze Spawner. Und da konnte ich dann, oder ja, durfte ich dann auf seinen, auf meine Bitte hin, hat er dann gesagt, ja, ich kann die benutzen und ja, haben halt hier schon ein paar Sachen enchanted. Und ja, ich bin jetzt hier schon wieder ein paar Stunden unterwegs und bin eigentlich momentan wieder so alles mögliche nachrüsten, weil ich meine, wie viele Versionen gab es jetzt mittlerweile schon? Ich habe hier einen Brauraum, habe ich jetzt schon mal so halbwegs hinbekommen. Das Blöde ist, den habe ich gemacht, bevor ich das Haus verschoben habe und dann waren überall Flaschen drin. Und es sieht zwar jetzt momentan aus, als wären da hinten Flaschen drin, sind aber keine. Denn das war dann irgendwie ein Fail, durch das Verschieben sind irgendwie alle Flaschen verloren gegangen. Das war gemein. Das waren alles automatische Tötungsdings, sonst wüsste schon. Tränke, das hat mich nicht so erfreut, dass das alles weg ist. Denn ich musste ja auch alles, ich hatte noch kein Netherboard, ich hatte noch keine Blaze Rods, ich hatte noch gar nichts. Ich habe mir dann kurz einen halben Stack, glaube ich, hat er mir gegeben. Habe ich hier dann einfach mal Soul Sand hingepackt, den habe ich nämlich zufälligerweise noch gehabt. Und seitdem farm ich das einfach so. Ich werde natürlich jetzt dann im Laufe der Zeit weiter hier bauen und dann die ganzen Farms mal richtig machen. Zum Beispiel auch hier Holzfarm. Hier habe ich jetzt einfach mal nur ganz schnell provisorisch von jedem Holz zwei Dinge. Drunten einfach, was für ein Holz da hinkommt. Und dann gleich daneben die, ja, das richtige Holz halt. Und farmt sich ganz gut. Bin immer fleißig unterwegs. Mit meiner Hacke geht das super. Das Einzige, was mir an der Hacke nicht so gut gefällt, ist, sie ist Silk Touch. Ist zwar so ganz praktisch für Glas und so, aber dadurch baue ich oft die Blätter ab und die Blätter will ich eigentlich nicht. Also von dem her. Den holen wir uns auch gleich noch. Seht ihr? Das geht viel zu schnell. Ich baue es dann immer wieder hin, damit ich die Setzlinge bekomme. Wobei es eigentlich von den Setzlingen her bei mir ganz gut steht. Das einzige, wo es bei mir nicht gut steht, ist beim Dschungelholz. Deswegen habe ich da
Also momentan die einzigen drei Setzlinge, die ich habe. Ich habe mit einem angefangen, den habe ich mir auch, ja, nennen wir ihn mal erworben. Ich habe gefragt, ob jemand ihn hat, und gegen eine Speed Potion habe ich den dann einfach mal so getauscht. Ich glaube auch im Pen. Und erst habe ich halt mit einem angefangen und dann jetzt zwei. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich das da bisschen aufstock. Deswegen setze ich da so viele dann wie geht, damit ich hier von dem Holz dann ein bisschen mehr. Dabei von dem habe ich halt noch nie mal ein Stack voll. Von dem anderen schon ein bisschen mehr. So. Jetzt hier wächst auch schon wieder der nächste Baum. Also ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Wenn ich immer das da wäre, aber das bekomme ich auch noch hin. Wie gesagt, ich mache da noch eine normale Holzform von dem da. Jetzt ist der schon wieder da. Da den bauen wir noch ab, dann geht's weiter. Möchte noch mal einen Setzling? Nee, habe ich jetzt nicht. Ist natürlich wieder da. Ah, da kommt schon einer daher. Genau. Ich bin direkt am Beach, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Was ich sehr schön finde. Der wird sich wahrscheinlich auch denken, mein Nachbar, der baut aber schnell. Gestern noch keiner da. Und dann auf einmal schon fertiges Haus, ja? Siehst du mal. Nicht immer nur Baubesprechung machen hinten im Baucontainer mit ein paar Halben. Nee, man muss auch hier mal arbeiten, ja. Also es ist schon wirklich Wahnsinn. ja, nee, mein Grundstück endet hier auch. Hier endet eigentlich mein Grundstück. Aber da hat man dann hier Redstone gesehen von der Türschaltung. Die habe ich jetzt zwar wieder weggerissen, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Aber dann hat mir der, ich weiß gar nicht, was verschoben hat. Stegi? Nee, irgendjemand mit X. Ist der on? Ist er on? Ist er on? Ich glaube, der XK3V war's. Wenn der Mod ist. Dann gleich irgendeiner mit X und so kurzen Namen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall nochmal danke an dich. der hat dann das dann hier noch vorne hin kurz hingebaut. Damit es da ein bisschen angenehmer ist, runter zum Gehen. Dann habe ich hier eine schöne Aussicht. Können wir so einmal so. Ja, jetzt müsste man eigentlich ganz, ganz einfach machen können. Setz mal. Nee, nicht so. Setz mal hier ein P. Und dann. Setzen wir hier im P, weil es war jetzt ein bisschen blöd, dass ich da reingefahren bin. Aber das müssen wir hinbekommen. Dann setzen wir Cam Start. Und dann geht's fast ganz elegant. Fast, wie gesagt. Kaum spürbar die Lags. Scheiße. Wenn ich so machen würde. Also ich habe keine Rechte dafür. Gut, dann halt nicht. Ja, wie gesagt, Aussicht recht schön, die kann man wenigstens nicht verbaut werden. Und ja, innen hat sich eigentlich nichts viel getan. Hier habe ich das ein bisschen jetzt zu einer fetten, ja gut, was heißt fetten, mit viel Kisten halt ausgestatteten Raum gemacht, weil ich nämlich unbedingt Platz brauchte. Ich bin locker mindestens eine Stunde nur im Aufräumen gewesen. Es sieht immer noch aus hier. Ich muss eigentlich auch noch alles weg. Da steht noch eine Kiste rum, da ist noch ein Haufen Krempel drin. Wo ich halt einfach keinen Bock habe. Ich habe mir auch eine Ender Chest, habe ich auch schon gemacht. Ist allerdings noch nichts drin. Die andere habe ich dabei irgendwo anders hingelegt. Ich weiß schon wieder nicht mehr. Ach ja, da glaube ich. Das ist so meine K-Kiste. Hier ist Redstone-Kiste. Ich habe kaum Redstone noch. Kies. Hier haben wir Nahrung. Steht eigentlich gar nicht mal so schlecht bei mir mit Nahrung. Wolle. Holz. Das ist eh, wie gesagt, meine Ressourcen. Da hatte ich schon einen Haufen. Hier auch. Was mich gewundert habe, dass ich gar nicht so viel Holz von dem habe. Und hier, wie gesagt, Jungle Wood. Kann man eigentlich gleich alles einsortieren wieder hier. Und ja, das war auch ganz lustig. An meinem Haus überall waren ein Haufen Blätter, die habe ich mit der Schere abgeschnitten und so. Und, weil die nicht decayed sind. Und als mein Haus verschoben wurde, gab es irgendwie einen Glitch. Da fiel jede Tür, die ich so habe, also jede Tür, die ihr hier seht, fiel irgendwie auf den Boden. Aber sie stand trotzdem noch da, also. Im Prinzip haben sich jetzt die Türen dupliziert. Also, ja. Ist halt ein Bug, ich weiß nicht. Wenn sich jemand beschwert, ja, soll ein Mod kommen und die rausholen. Viel Spaß. Hier sind noch so Restsachen, alles so ein bisschen aufgeräumt drin. Ich würde sagen, wir nehmen das da gleich mal mit. Und, ja, keine Ahnung. Ich glaube, die habe ich mal beim PvP gewonnen oder irgend sowas, ich weiß nicht. Leere Kiste, Erdekiste, Steinkiste. Schöne Steinkiste, ich glaube oben ist auch leer, oder? Genau. Da ist Kohle drin, nicht mehr so viel. Und da sind alle Sachen drin, die ich so von Mobs
bekommen habe, bis auf das da. Das gehört eigentlich auch nicht rein. Aber da habe ich noch keine eigene Kiste dafür. Das heißt, wir legen es dabei mal wieder dazu. Gut, dann schauen wir gleich mal kurz noch hier. Ich glaube, die müssten fertig sein, genau. Ja, zack, zack, zack. Aber das mal hier runter. Den braucht jetzt eigentlich auch keiner. Farmen wir das gleich wieder. Weg damit. So, dann sind wir hier eben beim Brauraum. Hier habe ich jetzt eine Kiste eben auch schon wieder ein bisschen aufgeräumt. Und ja, was man also braucht. Melonen habe ich eh genug. Spinnaugen habe ich mir auch geben lassen vom Pen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt hier, also hier habe ich jetzt schon wieder neu aufgefüllt, alle Speed Potions. Können wir uns gleich wieder ein paar mitnehmen. Aber hier, wenn ihr reinschaut, gar nichts, gar keine Flaschen da. Also wie gesagt, ist ein leichter Bug. Dann hier kann ich eben auffüllen und dann seht ihr hier, dass hier Pistons sind. Und ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr oder könnt euch noch erinnern, geh auf, du Scheißtür, dass hier mal ein Eingang war zum kleinen Minenschacht. Und den habe ich damals noch gelassen, einfach bloß zugebaut. Und jetzt habe ich es einfach so gemacht. Jetzt habe ich daraus einfach ein bisschen größeren Raum gemacht. Den habe ich jetzt, wo überall Erde ich mit meiner Fortune beziehungsweise Efficiency 3 Spitzhacke Schaufel durchgerannt. Ich habe eine Efficiency 5 Spitzhacke. Allerdings ist die schon fast kaputt. Und da ist Fortune drauf, glaube ich. Ja, Fortune 3. Die habe ich mir mal gekauft. Und die wollte ich dafür nicht hernehmen. Aber ich habe es draußen ein paar Mal probiert, wo ich noch keine enchantete Schaufel hatte. Das Ding, das ist brutalst. Also Efficiency 5 ist der Hammer schlechthin. Also das ist echt krank. Ja, hier sind die... Nee. Ja, genau. Hier sind die Pistons. Hier muss ich dann mit Redstone ansteuern. Aber ich werde sowieso noch eine Decke reinziehen und dann kann ich das einfach da ein bisschen anbinden. Ich könnte auch noch da weiterbauen, hier. Und hier habe ich jetzt schon das Maximale erreicht. Ich könnte auch noch da weiterbauen. Ja, ich werde wahrscheinlich hier unten entweder nochmal einen großen Lagerraum bauen. Oder, und dann halt speziell für die ganzen Potions. Quasi Glück, nicht Glück, sondern Speed, Tod, Poison und den ganzen Scheiß. Und vielleicht noch irgendwie dann nochmal einen Abzweig und dann halt zu den ganzen einzelnen Farmen. Weil ich brauche eine Baumfarm. What the fuck. Ich brauche eine Getreidefarm, ich brauche eine Zuckerrohrfarm. Habe ich alles nicht. Das einzigen zwei Farmen, die ich habe, die weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ich hasse das. Ich finde das blöd, dass da... Aber ich will nicht wieder diese komplizierten anderen Schaltungen einbauen, weil die habe ich nämlich vorher alle weggetan. Da machen wir mal kurz an. Die einzigen zwei Farmen, wie gesagt, die ich habe, ist einmal hier eine Fleischfarm. Die hat auch nicht mehr so gut funktioniert, weil die Schweine da irgendwie durchglitschen. Aber zumindest habe ich Schweine und ich könnte sie halt dann so normal töten. Da hat die Kiste ja auch schon wieder leer gemacht. Beziehungsweise die einzigen zwei. Was heißt die einzigen zwei? Ich habe drei Farmen. Vier Farmen im Prinzip. Hier noch meine Kaktusfarm. Wo lustigerweise auch ein paar Pilze gespawnt sind. Die funktioniert eigentlich immer noch, aber ich brauche es eh nicht. Also von dem her. Das ist egal. Und dann hier runter. Ah ja, stimmt, da habe ich vorher habe ich vorher ausgebaut und habe ich keinen Cleanstone mehr dabei gehabt. Das kennt ihr vielleicht auch noch, da war so eine Höhle und da hat irgendjemand einen Pilz gesetzt und das ist jetzt alles immer noch zugewachsen. Und hier unten dann eben die Melonenfarm. Die habe ich jetzt letztens, das war auch wieder alles weg, alle Samen waren weg. Musste ich alle wieder neu setzen. Aber... Oh, scheiße. Ey, nein. Mit Silk Touch ist das scheiße. Ach, kacke. Ja, gut, ich brauche noch eine neue Spitzhacke. Weil so geht das nicht. Ich meine natürlich eine Axt. Ah. So, harvesten wir mal das ganze Zeug hier. Wobei dafür ist leider auch die Schaufel nicht geeignet, dann den Kies wieder abzubauen, weil da ist nämlich dann, komme ich dann sofort
oder so oft. Der Scheiß, ja, Zeug, was eh keiner braucht. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich da drüber laufen? Wahrscheinlich nicht. Mit noch was bekomme ich da? Okay. Bauen wir es halt mit einer Axt ab. Bei dem anderen allen bekomme ich dann immer diese coolen Teile zurück und hier habe ich ja Silk Touch und somit würde ich dann eigentlich immer Kies zurückbekommen. Wunderbar. Haben wir jetzt auch einmal geklärt, wo meine Melonen herkommen. Hier ein völlig sinnloser Zwischenbereich, damit die Leute nicht durch können. Aber ich dürfte sie gerne benutzen. Aber ich glaube, die Kiste habe ich noch nicht neu gemacht, genau. Ah, hier ist irgendwo eine Spinne. Aber die wollen wir jetzt mal nicht. Schauen wir nochmal. Ja gut, nichts gekommen. Auch nichts. So, gehen wir wieder rauf. Wunderbar. Dann können wir, jetzt habe ich das natürlich hier wieder weggemacht, aber ich werde das unten sowieso noch mal ein bisschen umbauen, weil das ist einfach ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wusstet oder wusstet, wie auch immer. Früher hatte ich hier so zwei so Schächte, wo ich mir den Kies wieder nachgefüllt habe, bis ganz nach unten rein. So, hier wächst alles bis auf das Holz, das ich eigentlich will. Ich will es halt einfach nur haben, aufstocken. Ich habe jetzt noch nichts Konkretes geplant damit. Aber es ist halt immer gut, wenn man es hat. So, rechts befindet sich hier ganz normal das Bett. Leider fehlt auch wieder ein Bett, weil das wurde auch dann irgendwie abgebaut. Hier oben weiß ich gar nicht. Hier war ich noch gar nicht. Ich habe geschaut, ob da irgendwie. Hey, cool, hier oben wachsen Pilze. Ja, ist so ein Dachboden ist immer für was gut. Früher ging das, glaube ich. Oder habe ich da auch schon immer einen Erdblock gebraucht? Na gut. Jetzt ist schon wieder Nacht. Auf jeden Fall, soweit alles sehr schön. Hier sind auch ein paar fette Bonzenvillen und hier Grundstücke 50 mal 50. Also ich finde eigentlich, da habe ich eigentlich nur Vorteile daraus gezogen, wo ich hier jetzt bin. Also gefällt mir eigentlich ganz gut soweit. Dann mal hier runter, gehen wir wieder rein. Denn auf der anderen Seite seht ihr es vielleicht schon durchs Fenster. Ich habe jetzt einen eigenen Enchanting Table. Denn ja, ich habe zwar vorher immer Sime benutzt, aber dann konnte ich bei seinem Haus nicht mehr spawnen, weil ich dann in meinen Home Punkt verändert habe wieder und ja, dann bräuchte ich einen eigenen. Ich habe dann erstmal draußen, weil es die ganzen Bäume sind, habe ich erstmal komplett nur Zuckerrohr gemacht, weil ich hatte kein einziges Zuckerrohr. Also ich glaube drei oder so. Und damit muss ich erstmal aufbauen. Und ja, jetzt habe ich hier quasi noch ein extra Enchanting Table mit fertigen Bücherregalen und hier hinten habe ich zwei Dinge reingesetzt. Die freuen sich da hinten und die geben mir da vorne mal Schnee, falls ich mal welchen bräuchte. Und ja, hier sind die Sachen, die noch enchanted werden müssen. Wir haben extra eine Dingsens neu gemacht. Und ich habe sogar noch ein. Also ein Helm ist schon fertig, denn das fertige Zeug ist immer hier. Mit Protection, Respiration und Aqua, bla bla bla. Dann habe ich noch eine Fortune 2, Efficiency 3, genauso wie hier. Ah, hier ist noch Unbreaking dabei. Und hier die super krasse Efficiency 5 und Fortune 3 Spitzhacke. Unglaublich das Teil. Aber leider schon ziemlich kaputt. So, und ich bin wieder Level 30 und diesmal machen wir uns einen Bogen. Einfach nur, weil ich noch keinen Bogen habe. Wobei ich eher halt wieder auf eine Schaufel gehen sollte. Infinity 1 ist es geil. Power 4, perfekt. Ey, das Ding ist gekauft. So, Top-Bogen. Also für meine Verhältnisse, ich weiß nicht, mit Flamme wäre natürlich besser und Dump Breaking, ich weiß nicht, ob es sowas gibt dabei. Aber egal.
Falls ihr fragt, warum ich so einen komischen Cake auf dem Kopf habe, das liegt daran, man kann sich hier mit einem lustigen Befehl, ich weiß es nicht auswendig, ah, Head, okay, kann man sich Blöcke auf den Kopf setzen. Und ich habe mir gedacht, weil ich ja intelligent bin, ey, cool, du kannst gleich einen ganzen Stack mitnehmen. Ah, du kannst es sogar, ey, geil. Ey. Na gut, dann bin ich vielleicht doch nicht so. Dann müsstest du einfach nur einen Diamantblock mitnehmen, hast immer Diamanten dabei. Nee, ich habe so gedacht, ich nehme mir meinen Kuchen mit, weil dann habe ich, falls ich nichts mehr zu essen habe, habe ich immer noch was dabei. Und das füllt ja sonst mein Inventar nicht auf. Ich schaue dadurch nicht anders aus, weil das kann es irgendwie nicht anzeigen. Und Rüstung brauche ich eh nicht, weil die paar Meter, wo ich runterspringe, da passe ich schon auf. Und von dem her. Wow. Ganz cool. So, wie sieht's zum weiteren Plan aus? Ja, ganz einfach eigentlich. Ich plane jetzt wieder regelmäßiger on zu sein hier. Und hier ein bisschen weiter zu bauen. Und im Prinzip das Ganze so zu machen wie. Ja. Ja. Wie mal. Ups. Habe ich die gar nicht gesetzt? Ah, ich Vogel. Als ist untergewachsen. Habe ich die vergessen zu setzen. Zu fix. Naja, egal. Setze ich gleich wieder dann. Ja, immer so. Weil ich plane jetzt, oder es ist ja geplant, oder es ist ja schon so, dass jetzt die Let's Play-Reihe, normal Minecraft halt jetzt auch immer, ja, so 20 Minuten Folgen sind oder so. Und dafür halt immer rausgeschnitten, das Unwichtige ist. Und nur so ein paar Sachen quasi wie Tims Minecraft Adventures. Und so ungefähr werde ich es hier mit dem auch machen wahrscheinlich. Ich werde halt immer so, wenn ich irgendwie Bock und Zeit habe, werde ich halt hier so ein bisschen was bauen. Und dann werde ich halt euch wieder zeigen, was ich gebaut habe und mit euch ein bisschen was bauen. Zur Regelmäßigkeit sage ich gleich, das wird sehr unregelmäßig sein. Wahrscheinlich, vermute ich mal. Weil ich, ja, wie gesagt, von der Zeit her. Allerdings denke ich schon, dass ich jetzt hier öfters sein werde. Zumindest bis ich meine ganzen Projekte hier wieder weg habe und dann finde ich schon wieder was Neues. Genau. Ja. Das war es eigentlich soweit zu dem ersten Minecraft Together seit langem mal wieder. Ich werde jetzt hier gleich ein bisschen weiterbauen. Oder werde ich. Ah, wohl, nee. Schon ein bisschen. Ja, ist schon fast ein bisschen zu spät. Muss mir noch ein paar Touren auf meinen Folgen reinziehen. Ich brauche meinen Stoff. Und ja, ich werde auf alle Fälle weiterhin hier dranbleiben jetzt mal. Und dann sehen wir uns auf alle Fälle beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Jetzt dann demnächst erstmal wieder wahrscheinlich beim normalen Minecraft Let's Play. Und warum lasst ihr nichts fallen? Ich brauche mindestens einen Setzling wieder. Ihr Homos. Ich habe nur noch einen da vorne. Ich habe leider auch keine Knochen. Also kein Knochenmehl. Zumindest habe ich noch keins gefunden. Vielleicht müsste ich mir da was kaufen, aber. Yeah, da ist wieder einer. So, einen brauche ich noch. Naja. Ja, wie gesagt, der kommt schon. Und. Ich will sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Krebscreme sagt Servus für dieses Mal. Tschaußen. Subscribe.